komme jetzt, ja? Gut, geht los. Was machen Sie denn da? Der Zug fährt schon. Na, warum sitzen Sie denn nicht still? Geht nicht. Wieso geht das nicht? Ich sitze auf einer Achse hier. Ach, Quatsch, Mensch! Also passen Sie auf, ich komme jetzt rein. Es geht los. Ja. Achtung. Guten Tag. Tür zu, es zieht. Was ist los? Bitte, was ist los? Ja, das Fenster ist immer noch offen. Es gibt ja Durchzug hier nicht. Sie lassen immer das alberne Fenster in Ruhe. Kann ich dann nur endlich anfangen? Sie könnten schon wieder weg sein. Na? Ja, Herr Pein. Sie sind ein Reisender. Bin ein Reisender. Bin auch ein Reisender, auch aber rein. Wir kennen uns nicht. Nein. Fremd? Fremd. Völlig fremd. Völlig fremd. Ja. Guten Tag, mein Herr, Sie werden verzeihen. Ist dieser Platz noch frei? Keine Ahnung, bin hier völlig fremd. Ich wollte ja nur fragen, kann ich diesen Platz belegen? Ja, wollen Sie denn erst mal sitzen? Vielleicht, freundlicherweise. Kann ich dann zumindest meinen Koffer da hinauflegen? Ja, ja. Ach, Sie haben einen Koffer? Natürlich, jeder Reisende hat einen Koffer. Ja, wo denn? Ach, wo denn? Wo denn? Wir spielen das doch nur. Hatte ich ja vergessen, wir spielen ja nur. Na, also kann ich jetzt meinen Koffer da hinauflegen? Ja, ja. Nein, es geht leider nicht. Wieso geht das nicht? Da liegt schon mein Koffer. Entschuldigen Sie bitte, den habe ich nicht gesehen. Nein, den konnten Sie auch nicht sehen. Wieso konnte ich den nicht sehen? Das ist ein Luftkoffer. So, jetzt geht's richtig los. Ah, jetzt geht's richtig. Jetzt geht's los, ja. Pass auf. Guten Tag. Guten Tag. Sie werden verzeihen, mein Herr. Ja. Fahren Sie auch nach Ungarn? Nein, nein, Sie werden staunen. Wissen Sie, wo ich hinfahre? Ich fahre nach Hohenwulsch. Und, nicht Hohenwulsch! Wir fahren jetzt nach Ungarn! Ja, da bin ich ja am falschen Zug. Wiedersehen! Ganz auf hier! Wo wollen Sie denn hin? Habe ich aber einen Schreck bekommen, Sie. Au, au, au. Also nochmal jetzt in aller Ruhe, ja? Ja? Guten Tag, mein Herr, Sie werden verzeihen, fahren Sie auch nach Budapest? Nein, wie ich eben höre, fahre ich ja nach Ungarn, nicht? Das ist ja schade. Budapest liegt doch in Ungarn! So ein Zufall! Sagen Sie mal, was zieht Sie eigentlich nach Ungarn? Ich nehme an, die Lokomotive, ne? Die haben Sie vielleicht zufällig ein Kursbuch bei sich? Habe ich gar keins. Natürlich habe ich nie eins gehabt. Sie haben ein Kursbuch. Herr Reins hat geklopft. Achso. Ich habe eben eins bekommen. Würden Sie bitte mal so freundlich sein und nachsehen, ich möchte gerne nach Budapest. Nachsehen? Ja! Nachsehen nach Budapest dürfte so schwer nicht sein. Sie fahren zunächst nach Hohenwulsch. Nicht Hohenwulsch, Budapest! Ja, warum nicht über Hohenwulsch? Wo liegt's in Budapest? Müssen Sie doch wissen. Sie wollen doch hin, oder? Sagen Sie mal, sehen Sie jetzt nach oder nicht? Das ist ja gut. Also Hohenwulsch, Berkau, Neuendorf, Kalbe, Ende der Reise von Budapest steht hier kein Wort drin. Was los? Steht kein Wort, steht kein Wort drin? Kommen Sie her, kommen Sie her, bitte sehr. Kommen Sie her. Ja. Was steht hier? Hunger. Quatsch, Hunger. Hungaria. Oder so. Hungaria, das ist der Ungarn-Express. Ah. Das ist der D75. Ein Donnerwetter hat der Verspätung, ne? Das ist ein... Wieso hat der Verspätung? Haben wir nicht schon 77? Ja, wir haben doch 7. Das ist doch die Zugnummer. Das sind doch alles Hinweise für Reisende. Zum Beispiel dieses Zeichen hier vorne. Sehen Sie mal da. Was bedeutet das? Wo, wo, wo? Na, hier vorne das gekreuzte Besteck. Gekreuztes Besteck? Messer und Gabel mitbringen oder... Speisewagen! Speisewagen? Also was hier. Sie alles wissen, ist toll. Hier, sehen Sie mal, wofür ist das Bett? Ein Bett für die Reisebekanntschaft. Oh. Für... Oh. Oh, nicht möglich. Jetzt aber Schluss. Ja. So, jetzt kommen Sie mal rein. Ja. Und jetzt werden Sie mit mir eine Bekanntschaft anfangen. Jetzt komme ich ins Abteil. Ja, Sie werden es wohl inzwischen begriffen haben, ne? Dann schließen wir beide eine Bekanntschaft. Beide. Alles klar, Herr Pfeil, ich muss nur noch mal schnell hier rauf. Was wollen Sie geht da ganz oben? Schnell. Ich muss meinen Koffer mitnehmen. Ich lasse dich ins Koffer liegen, ja? Gut, bleib liegen. Albert, ich komme. Koffer dauern. So, kommen Sie rein. Guten Tag. Na, Kumpel, auch verreisen. Ja? Oh. Oh. Oh, oh, ja. Moment! Was denn nun noch? Moment. Wollen Sie sich erst mal höflich fragen, ob dieser Platz noch frei ist? Nee, das brauche ich ja nicht. Wieso brauchen Sie das nicht? Ist ja mein Platz. Wieso ist das Ihr Platz? Ja, mein Koffer liegt ja noch da oben. Mensch, das Kind, warum können Sie es nur nicht so machen, wie ich es Ihnen vorgemacht habe? Ich komme doch auch mit jedem ins Gespräch. Mit jedem? Mit jedem. Da kann hier sitzen, wer will. Ich bekomme immer Kontakt. Immer? Immer. 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 Und da kann hier sitzen, wer will. Ja, da kann hier sitzen, wer will. Das ist ja unglaublich. Das heißt unglaublich. Tausendmal habe ich es vorgemacht. Jetzt mache ich das letzte Mal vor. Hier, bitte, ist das Kursbuch. Hm? Jetzt komme ich nur noch mal rein. Passen Sie doch endlich mal auf. So schwer ist das noch nicht. Geht los jetzt. Pass auf. Mache die Tür auf. Schon bin ich drin. Guten Tag, mein Herr. Sie werden verzeihen. Ist dieser Platz noch frei? Das ist... Was ist jetzt los?
So, was machen Sie denn? Sie müssen doch reagieren. Hallo, mein Herr. Schönes Wetter heute, nicht? Richtiges Reisewetter. Ja, da lernt man Menschen kennen in der Eisenbahn, im Abteil, im Speisewagen. Überall nette und aufgeschlossene Menschen. Überall nette und aufgeschlossene Menschen. Herrgott, wollen Sie nicht auch mal was sagen? Ich, Ausländer, nichts verstehen. Ihre Station auf Wiedersehen. Das ist klar. Es war ein Sonntag. Kismiket stand auf dem Programm im Metropoltheater. Und da war eine inszenierte Zugabe mit dem Text Altvater Shakespeare, schlaf ruhig in deinem Grab. So fing das an. Und die sangen beide das Duett und es kam Applaus, aber nicht so prasselnd wie immer. Und deshalb gingen die beiden Kollegen ab von der Bühne durch diese eiserne Pforte zum Gang in die Garderoben. Und in dem Augenblick fängt der Kapellmeister unten doch an, diese Zugabe zu spielen. Und die beiden rasten wie der Blitz wieder auf die Bühne und kamen nur noch dazu, diesen Part zu singen. Und da fiel Rolf um. Und wir hörten nur den Durchruf vom Inspizienten, alles sofort zur Bühne, das Finale. Und was ist denn los? Alle runter. Rolf ist umgefallen. So, und wir haben vorn das Finale gespielt. Und dann das Publikum applaudiert. Gut, er war beim Verbeugen nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, ob das Publikum das bemerkt hat oder auch nicht. Und wir gingen ab und die sagten, bitte nicht hinter die Hinterbühne gehen. Auf der Hinterbühne liegt Rolf. Es war ein richtiger Herzinfarkt wohl gewesen. Und da hat man ihn schnell abgetragen. Und ich stand an der Seite und wurde auch zur Salzsäule, weil er mir quasi vor die Füße gelegt wurde. Und dann habe ich eben seinen letzten Seufzer mit ansehen müssen. Es gibt so viele Abschiedslieder, man hört so oft sie immer wieder. Ich habe auch eins komponiert, mit viel Gefühl sei es vorgeführt. 3, 4, so lebt denn wohl, adieu. Auf Wiedersehen. Adio, tschüss. Na denn? Gehabt euch wohl, ich hau jetzt ab. Viel Glück, bleibt gesund. Mahlzeit, moin, macht's gut. Ade, bis dann. Ich sag's auch auswärts, au revoir, bye bye. Arrivederci. Oder auch Rastschei. Und zum Schluss, Herr Preil, ganz leise, kreuzweise. Wie bitte? La, la, la. Wie bitte? Kreuzweise. Wie? Kreuzweise. Es gibt so viele Komiker, über die andere Leute parodieren. Ich glaube, es gibt keinen, der Rolf Herricht parodieren kann, weil er in seiner Verschmitztheit, in seiner Naivität, die er auf die Bühne gebracht hat, in dieser linkischen Art, einfach einmalig war. Und man denkt heute zurück an eine schöne gemeinsam verbrachte Zeit und man fragt sich, warum musste das sein, dass dieser begnadete Künstler so früh gegangen ist? Er wird immer lebendig bleiben, weil diese Sketche werden nie sterben. Das geht gar nicht, weil es gibt dafür keinen Ersatz. Und deshalb wird der Rolf in meinen Gedanken wie in dem Gedanken seiner Zuschauer immer weiterleben. Clown sein, frag doch mal, wer von den Größen hätt nicht gern so große Schuhe. Werden möcht nicht sein Herz mal entblößen, schaut ernst den Lachenden zu. Jeder Clown braucht ein eigenes Gesicht, das es einmal nur gibt. Er kann schön sein oder auch nicht und wird dennoch von dir geliebt. Clown sein und mit den anderen leben, das ist, was ich an ihm rühm. Clown sein, wie andere klettern und schweben, freundlich auch ohne Kostüm. Da möchte ich manchmal ein Clown sein und möchte
geliebt sein.